In der Volkshochschule Münster stellen 27 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 14 Jahren ihre Werke im ersten Foyer aus. Es werden mehr als 80 Arbeiten zu Besichtigungen ausgestellt, die alle verschiedene Kulissen darstellen. Ja, also ich bin hier vom Fachbereich Gesellschaft und Kultur und in der Volkshochschule haben wir jetzt seit 2 Jahren die Kinder-, Zeichen- und Malkurse und das läuft so toll, die sind so begeistert bei der Sache. Die Kinder sind so zwischen 8 und 13 Jahre alt und sind so konzentriert bei der Arbeit, dass wir gesagt haben, die Ergebnisse können sich sehen lassen. Und die Kursleiterin, Frau Olga Maria Klassen, hat das auch super begleitet und sich total engagiert, sodass wir sagen, das muss jetzt einfach an die Öffentlichkeit, das müssen wir den Münsteranern zeigen, was hier für Ergebnisse zustande gekommen sind. Die Besucher können die Werke der Kinder und Jugendlichen bewundern. In ihnen sieht man das Können sowie das Gefühl der Farbe der jungen Künstler. 5 Stunden. Und du? Ich habe 7 Stunden, glaube ich, gebraucht. Mhm. Also meistens haben wir das von den Tüten von Frau Olga Maria abgemalt. Frau Olga Maria hat ein paar Sachen aufgestellt und davon haben wir das abgemalt. Naja, also hier sind so ein paar Häuser, ja, noch eine Wiese davor, ein Zaun. Im Hintergrund ist auch noch ein Berg und ja, ist auch schon Abendstimmung. Deshalb ist alles so ein bisschen dunkler und blauer. Hier sind noch einige Bäume und Strommasten. Russische Wege, Bäume, Himmel. Es war schon Abend, es ist im Sommer, weil hier viele Blumen wachsen. Ich unterrichte nach der klassischen Methode. Mein Unterricht beginnt mit der Analyse der geometrischen Formen. Und die Kinder haben viele Stillleben gezeichnet und dann Landschaften, auch Märchenfiguren. Und die besten Ergebnisse präsentieren wir bei der Ausstellung Impressionen 2. Das sind unsere Jahresergebnisse. Die Kinder haben mit großer Begeisterung das ganze Schuljahr dafür gearbeitet. Und die Bilder sind in 7 verschiedenen Techniken gemacht. Also wir haben Aquarelle, Gouache, Bleistiftzeichnungen, Monotypien, Radierungen, Linolschnitte. Die Ausstellung geht bis Ende Oktober. Bei der Eröffnung haben wir über 100 Gäste, vielleicht sogar 200. Ja, ich hoffe, dass die Ausstellung gut besucht wird. Die zahlreichen Werke der Kinder sind noch bis zum 15. Juli zu bewundern. Die Veranstaltung ist geöffnet von Montag bis Freitags von 9 bis 17 Uhr im ersten Foyer der Volkshochschule Münster am Egidimarkt.